Und damit herzlich willkommen zu einem anderen, weiteren Let's Play. Mein Name ist Gravy. Und ja, herzlich willkommen bei Forza Horizon 4. Gott, sieht das gut aus. Ja, einmal vorab, wer das Spiel selbst spielen will, jetzt schon. Und das Ganze mit OBS aufnehmen möchte, das mache ich natürlich. Aber das Problem hat, dass das Spiel ständig abschmiert oder gar nicht erst startet. Das kommt daher, dass es OBS sich mit Microsoft beißt. Und zwar im Spielfenstermodus. Ich weiß nicht warum, das ist ein bisschen blöd von Microsoft. Aber Gott. So, Entschuldigung. Aber einfach auf Bildschirmaufnahme machen, das ist ein bisschen umständlich, aber dann funktioniert das. So, und wir gehen mal direkt rein. Und ja. Einmal noch mal ganz kurz was ändern, und zwar ist das nicht. Die Lampenstärke machen wir etwas lauter, und zwar die Lichtstärke auch. Obwohl. Ne, wir lassen das mal. Wir lassen das mal so. Ja, Speicher natürlich, Mensch. Wir spielen alles auf höchsten. Eigentlich ja. Eigentlich habe ich auf Ultra gestellt, aber okay. Ja, das hier brauchen wir ja gar nicht schnell. Und leider können wir ja noch. Ja. So, wo ist denn? Gut, manches haben wir nicht. Das liegt daran, ich habe in Anführungszeichen nur eine GTX 1060. Aber anscheinend reicht die. Gut, ich spiele auch nur Full HD. Für die Leute, die es halt interessiert. Aber wie man sieht, man braucht keine teure High-End-Grafikkarte, damit das sehr gut aussieht. So. Los geht's. Hier ist meine Vision. Ich sehe ein Festival, das niemals endet. Bei dem man sein kann, was auch immer man will. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das Leben deiner Träume. Das ist das Horizon, das ich sehe. Ich zeige es dir. Willkommen im Herbst zu einem neuen Anfang für das Festival, das niemals endet. Bleibt dran, denn Horizon bleibt euch erhalten. Und da werden wir auch einfach ins Spielgeschehen geschmissen. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das letzte. Boah, bitte! Sag mal! Hauptsache, wie rast er denn? Alter! Wie rast er denn hier rein? Meine Güte. Boah! Du blöder. Bist doch einer. Ja, komm. Ja, reicht. Ich muss echt noch mal damit klarkommen mit der Steuerung. Komm, wenn du bremst, Junge! Hast du nicht anders verdient, ja? Hier bremst man nicht. Weg da. Ich muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen, weil das letzte Racing Game, was ich gespielt habe, war. Das war Gran Turismo 5. Und das war ungefähr vor 4 Jahren. Natürlich. Ach Gott. Das ist ja peinlicher Start hier. Nein! Nein. Und da habe ich aufgehört, nachdem ich da ein 24-Stunden-Rennen absolviert habe. Die Aufgabe erfüllt war. Und dann wurde es auch ja, relativ schnell langweilig. Da war ich dann nur noch drin. Ja, um ein bisschen zu driften. Aber mehr auch nicht. Naja, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ist auf jeden Fall eine riesige
riesige Map. Und es waren das 500 Fahrzeuge, ich kann mich auch erinnern, aber ich meine ungefähr 500 Fahrzeuge gibt's in dem Spiel. Die natürlich alle, nicht die, die Liste wird natürlich immer aktualisiert, also es kommen immer welche dazu. Komm schon. So, jetzt los. Das ist schon mal ein Genre hier, dass ich gerne mehr zocken möchte. Die Shortcut Trucks. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weg da, Junge. Wow. Einfach weggebasht. Weil diese liebe ich. Also die Shortcut Trucks, das sind einfach geile Fahrzeuge. Und das Driften würde ich natürlich auch nochmal. Aber natürlich, wir nehmen einfach alles mit. Ich krieg auch ein bisschen, sagen wir mal, finanzielle Starthilfe. Das ist ein bisschen mehr, als man eigentlich braucht, aber... Oh! Ich habe Arten hier, Pappen, ich habe hier, Pappen, Arten, ich habe schon Pappen, ich habe Arten. Ich krieg auch ein bisschen finanzielle Starthilfe, das ist eigentlich mehr, als man braucht. Aber... Ich möchte halt auch mehr Autos mitnehmen, als man so sonst als Offline-Gamer, sag ich mal, der keine Let's Plays macht, dass ich mehr Autos zeigen kann, dass man mehr vom Spiel zeigen kann. So, der Unfall ist gerade gar nicht aufgefallen, da war auch gar kein Unfall. Naja. Frühling, ah, es sieht aber auch wirklich verdammt gut aus, also schon hammermäßig, was sich da in der Rennsportwelt getan hat. Auch noch was, was ich hier mitnehmen möchte. Okay, die Rallye. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Ja, ja, ja. Kein Problem, kein Problem. Wenn mich die blöden Bikes hier nicht nerven, dann ist alles gut. Ja, da bin ich schön ins Wasser rein. Komm, 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 komm. Nö, ich glaube nicht. Aber kannst du mir ja wiedergeben, falls du welches findest. Ah, ich liebe das Schlingern und das Leiden. Oh, oh, das war ein bisschen knapp. Alter, geil. Batz. Schön, schön, schön. Und... Batz. Ah, ist das schön, ey. Ja, hab ich gemacht. Na gut. Da, ne? Sehr schön. Kein Kommentar dazu, das heißt, das war okay. Oh, wow, 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 wow. Nope. Hauptsache, ich spring total daneben, ey. Ja, aber ich wurde zermatscht oder weggedrängt, keine Ahnung, ist mir wurscht. Das sind Motorradfahrer, die kann man nicht ernst nehmen. Die darf man nicht ernst nehmen. Dann bin wohl nur noch ich übrig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh yeah. Oh yeah. Geile Scheiße. Okay. Echt? Okay, Klassiker mag ich auch. Bin mal gespannt, dass es da so gibt. Rennen zum Festival. Mei, die sind aber auch echt schnell, muss ich sagen. Alter! Ja, ein richtiges Karambolagefest wird das hier. Die Menschen stehen an den Bugatti, weg da! Ich glaube, das Fadenkreuz hier, die Linie, werde ich anlassen. Beeindruckende Renntrucks sind auch mit dabei.
Alter, das war knapp. Position 3 von 12, alles klar. Ja, und wo ist meiner? Bisschen langsam das Auto, ne? 280. Ja, hier, ich. Ich auch nicht. Ich überwinde. Ja. Entschuldigung. Ich bin echt mal gespannt. Gut, die Leute sind auch ein bisschen animiert, aber im Gegensatz zu früheren Spielen. Geile Scheiße. Oh, ich freue mich aufs Tio. Am Grinsen wie ein Honigkuchenpferd, Alter. Oh, Charakterauswahl. Alles klar. Gut, man kann wenigstens auch. Okay. Die sehen alle so ein bisschen komisch aus vom Gesicht her. Was nehmen wir denn mal? Eine Frau oder nehmen wir einen Mann? Ich würde sagen, wir. Nimmst du mal gar. Nimm einfach mal eine Frau. Weil die ist leichter. Oder kann man den noch anpassen? Nimm einfach mal sie. Ja, ist so. Ist okay. So, Frauen sind leichter. Schön, dich kennenzulernen. Da geht das. Ich bin Kira, die Festivalmanagerin. Du hast Ford Focus ST. Geil. Das sieht nach einem ernsten Anwärter auf einen Platz im Kader aus. Rebecca ist ein ehemaliger Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon-Straßenrennserie. Aufgeregt? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei Horizon. Ist etwas surreal, was? Ich lasse euch zweimal das erste Rennen vorbereiten. Viel Glück! Also schön, setzen wir dich hinter Steuer. Welches soll es sein? Oh, ORS, nicht SD. Alles klar. Eigentlich also mein Favorit. Audi TT, ne, das ist nicht so meins. Dodge Charger ist natürlich ein hammergeiles Auto. Würde ich auch eigentlich sofort nehmen. Jedoch. Ecktriebler. Und ich meine, das ist ein Allradler. Und ich. Allradler. Das ist ein Allradler. Das ist im Moment der wohl heißeste Hot Hatch der Welt. Und er stammt auch noch von hier, aus Großbritannien. Na. Aber ich bin Ford Focus, fahr selber Ford Focus. Leider nicht so ein geiles Auto, aber wollen wir mal rein. Okay, sitzt sie da? Da sitzt gar keiner am Steuer. Na los, okay. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Gut, dann nehmen wir einfach mal unseren Spielernamen, würde ich sagen. Zack. Gibt's ja auch. Okay, gibt's nicht. Dann müssen wir es halt anderen machen. R, wo ist das R? Na gut, das geht auch. Sehr schön. Ja, komm schon. Ach, sag mal. Ach, sehr schön. Warte mal, dann können wir ja hier. Nee, andersrum. So. Dann wird das ja doch noch geil. Ja, ein A, bitte. Ich kaufe ein A. Dankeschön. Ein V kaufe ich noch. Ein V, bitte. Danke. Und ein I hätte ich noch gerne. Und dann sind wir ja alles. Dann sind wir. Ja. So. Auswählen. Wo wird es? Ja, sieht gut aus, ne? Sehr schön. Sehr cool. Du möchtest bestimmt ein Gefühl für dein neues Auto bekommen. Also habe ich dich für ein paar Veranstaltungen angemeldet. Auch das ist aber nett. Dankeschön, Dankeschön. Gut, kann man rausholen? Rausholen kann ich nicht weiter, aber Alter, guckt euch die Map an. Der Hammer, Alter.
Wir sind natürlich komischerweise mittendrin. Da bin ich natürlich auch überall hin, aber... So. Ja, das passt ja, dass man von da aus gleich fast hier ist und wieder zurück. Also, das ist gar kein Zufall. Das ist Bestimmung, ist er. So. Schön, jetzt muss ich aber noch mal eine Sache machen, und zwar Einstellung. Ja, was haben wir denn überhaupt bei Schwierigkeitsgrad? Wir haben Mittel. Also durchschnittlich. Ne, unerfahren sind wir nicht. Überdurchschnittlich sind wir auch nicht. Unschlagbar 60%. Klar. Nein, wir sind eigentlich durchschnittlich. Wenn, dann stellen wir es nochmal dahin, aber. Na. Was haben wir denn hier? Okay. Ah, guck mal hier. Die Ja-Linie, nur Bremshilfe. Traktionskontrolle. Brauchen wir eigentlich mehr. Wir nehmen das nochmal mit. Aber was ich eigentlich suche, ist das da. Und dann. Okay, das macht er ja nicht. Alles klar, das ist natürlich. Da. Soll die Vibration auslassen. Die nervt mich. Jedenfalls. Dann kann die Vibration nicht ausstellen. Willst du mich jetzt wachsen? Alles klar. Okay. Kann auch sein, dass ich gerade nur zu doof bin. Da ist die Vibration nämlich ausgestellt. Na gut. Kann man also nicht machen. Ja, ich heiße G. Also, ne? Grab V. Also einfach nur G. Achso, und ich möchte nochmal was testen. Jetzt, nein. Wo wir gerade dabei sind. Patent Gameplay. Nee, da war es ja gar nicht. Was ist da? Schaltung. Das würde ich gerne auf Anschaltung mal jetzt ganz kurz testen. Ja, speichern. Und jetzt muss ich noch so gucken. Wo schaltet man denn hoch und wo runter? Wie das? Willst du mich verarschen? Das ist doch... Da und runter schalten? B und X, das ist doch beschissen. Nee, das muss anders gehen. Wo machen wir denn das? Runterschalten. Hallo? Ja, ist schön, dass wir das echt zuweisen können. Na gut, wir versuchen es einfach mal so. Oh, wir müssen ja da lang. Entschuldigung. Mr. Linus, okay. Ah, oh, alles klar. Oh. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Okay, ist beschissen. Ich komme damit nicht so gut zurecht. Dass man das leider nicht ändern kann, ist schon blöd genug. Ich werde natürlich nochmal ganz gucken. Ach ja. Schaltung mit Kupplung. Ich werde natürlich nochmal gucken nachher, ob man das vielleicht doch noch ändern kann. Du hast dein Ziel erreicht. Also. Muss auf jeden Fall nochmal die Steuerung ändern. Was haben wir denn da sonst noch? Ein Renault RS. Du wirst zu weiteren Veranstaltungen eingeladen. Schlag dich da gut und irgendwann habe ich vielleicht sogar einen Platz im Kader für dich. Wir machen einfach erstmal starten.
Oh, Toyota, Alter. Ja, da habe ich den Anschluss verpasst. Schön. Moinsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das online ist oder ob das zufällige sind. Das wäre jetzt aber gerade wurscht. Hauptsache, wir kommen nach vorne. Aber es sollte wohl Zufall sein, weil wir zurückspringen können. Da ist der alte Ford Focus. Wir haben den neuen. Also wirklich sehr gut mit der Musik gemacht. Das ist... Wieder mal weg da! Lass mal nicht schnell vorbei. Schon. Das ist ein Allradler, der kann sowas. Kommen wir nach oben. Oh, das sieht aber auch verdammt gut aus. Das gefällt mir. Das natürlich nicht, aber bremsen noch viel zu oft, aber egal. Okay, wir kriegen gar keinen Kratzer und sowas. Alle haben es gut. Ja, soweit läuft es mittelmäßig. Naja. Ja. Neu starten? Ja, Marsch. Na gut. Oh, da hat er gut getunt. Aber Geschmackssache, wa? Für dein erstes Rennen auf dem Festival war das echt nicht schlecht. Mach weiter so und du bekommst eine Einladung für die nächste Runde der Horizon Straßenrennserie. Sehr gut, danke schön. Das ist schön. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Und. Hallo, ich bin Anna, deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Hallo, Anna. Ich zeige dir, was du auf dem Festival machen kannst. Und helfe dir dabei, Aktivitäten in ganz Großbritannien zu finden. Dankeschön. Drücke, um Anna zu fragen. Gut, Anna fragen wir nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.